Aufnahme läuft. Herzlich willkommen im Avocado TV Studio. Ein bisschen spontan heute bespreche ich mit meinem Gast Thinking Devil die erste Episode von Tucker Carlson auf Twitter. Thinking Devil, kannst du mich hören? Jo, ich höre dich. Hi. Also wir horchen da mal rein und übersetzen alles Wichtige und geben an manchen Stellen noch unseren Senf dazu. Hoffe, dass das jetzt technisch funktioniert. Und ich starte erstmal. Du kannst das mitverfolgen, ja? Ja, kann ich. Jawohl, auf geht's. Hey, it's Tucker Carlson. This morning it looks like somebody blew up the Kakhovka Dam in southern Ukraine. The rushing wall of water wiped out entire villages, destroyed a critical hydropower plant, and as of tonight puts the largest nuclear reactor in Europe in danger of melting down. So, if this was intentional, it was not a military tactic, it was an act of terrorism. Erstmal bis dahin, jetzt sind wir bei 0:25. Also, was genau ist passiert? Naja, der Angriff auf diesen Staudamm, der unter anderem ja auch das Wasser beinhaltete, das das Kernkraftwerk halt mit Kühlwasser versorgt. Mhm. Und Kernkraftwerk ohne Kühlwasser könnte problematisch werden. Mhm. Das bedeutet, es droht uns jetzt ein zweites Tschernobyl hier in Europa? Könnte eventuell passieren. Also die Gefahr ist zumindest gegeben. Also ich vermute mal, die werden schon versuchen, alles zu verhindern. Aber sagen wir so, durch die Zerstörung des Staudamms ist es nicht gerade besser geworden, die Situation im Allgemeinen. Hm. Na gut, schauen wir erstmal weiter. Jupp. The question is, who did it? Well, let's see. The Kakhovka Dam was effectively Russian. It was built by the Russian government. It currently sits in Russian-controlled territory. The dam's reservoir supplies water to Crimea, which has been, for the last 240 years, home of the Russian Black Sea Fleet. Hm. Erstmal bis dahin, jetzt sind wir bei 0:44. Mhm. Ja, also wie ist die Situation? Seit Jahrhunderten gehört dieser südliche Teil, nämlich die Krim, ne? Gehört ja eigentlich zu Russland. Ja. Das ist die Situation, die wir dort haben. Und wieder einmal stellt sich die Frage, wer war es? Tja, es wurde von den Russen gebaut, es gehörte den Russen, es hilft den Russen, dass das Ding existiert und vernünftig läuft. Werden es bestimmt die Russen gewesen sein, die es zerstört haben, ganz sicher. Also, diese Frage wirft ihr hier auf. Wer war's? Wir erfahren gleich mehr dazu. Mhm. Blowing up the dam may be bad for Ukraine, but it hurts Russia more. And for precisely that reason, the Ukrainian government has considered destroying it. In December, the Washington Post quoted a Ukrainian general saying his men had fired American-made rockets at the dam's floodgate. Ja, also wer profitiert davon am meisten, beziehungsweise wem schadet es am meisten, je nachdem, aus wessen Sicht man es sieht? Mhm, yep. Und es schadet halt mehr den Russen als den Ukrainern. Und wie er ja auch gerade gesagt hat, ein ukrainischer General hat schon im Dezember gesagt, dass er testweise amerikanische Raketen auf das Ding, auf den Staudamm schicken wollte. Mhm. Also von daher, wie Tucker schon richtig sagte, je mehr Fakten reinkommen, desto schneller klärt sich das Mysterium auf. Hm. Also in solchen Situationen muss man immer fragen, wem nutzt es? Cui bono, würde der Lateiner sagen. Ne? Wem nutzt es? Mhm. Und wenn man dann ein bisschen näher hinsieht, dann kommt man normalerweise auf des Rätsels Lösung. Jupp. Dann geht's weiter bei 1-1. As a test strike. So really, once the facts start coming in, it becomes much less of a mystery what might have happened to the dam. Any fair person would conclude that the Ukrainians probably blew it up. Also, je mehr Fakten hereinkommen, ja, desto eher kristallisiert sich heraus, wer es war und was wahrscheinlich dahinter steckt. Ja, genau. Just as you would assume they blew up Nord Stream, the Russian natural gas pipeline, last fall. And in fact, the Ukrainians did do that, as we now know. Ja, also ebenso wie das bei Nord Stream war, wo man sich am Anfang ja auch gefragt hat, wer war's, wer steckt dahinter? Mhm.
Und hier sagt er, wie wir mittlerweile herausgefunden haben, stecken die Ukrainer dahinter. Naja, wie Tucker eben richtig gesagt hat, es ist ja nicht so, als wäre Putin interessiert, Krieg mit sich selber zu führen. Gab es nicht mal diesen einen Kommentar, diese eine Idee, dass es hieß, ja, vielleicht waren es ja doch die Russen selbst, weil dadurch kann man zeigen, hier, wir könnten, wenn wir wollten, was ja eine Machtdemonstration war, nur halt auf eine etwas ungewöhnliche Weise. Mhm. Weißt du, was ich meine? Nicht so wirklich. Gab es nicht auch mal die Idee, den Gedanken, dass man gesagt hat, die Russen waren es, nur um zu zeigen, hier, wir könnten, wenn wir wollten, weil das so eine bestimmte Art von Kriegsführung ist? Tja, aber ich meine, man hat ja hier unsere Presse gesehen, die haben ja gleich von Anfang an, es war immer gleich der Russe, egal was ist. Das hier, das war ja auch so, die Raketen waren noch nicht mal eingeschlagen, da haben dann hier unsere Politiker wie Strack-Zimmermann und so weiter alle schon, oh, die bösen Russen eskalieren den Krieg, wo noch kein Mensch überhaupt irgendwas wusste, außer dass der Damm halt hochgegangen ist. Von daher. Na gut, gehen wir erstmal weiter bei 1.22. Not like Vladimir Putin is anxious to wage war on himself. Oh, but that's where you're wrong, Mr. and Mrs. Cable News consumer. Vladimir Putin is exactly that sort of man, the sort of man who'd shoot himself to death in order to annoy you. Ja, und da sagt er nämlich diese Idee, die ich gerade genannt hatte. Also, manche sagen auch, okay, vielleicht ist Putin ja genau diese Art von Kriegsfürsten, ne, von Kriegsfürst, die auf sich selber schießen, nur um zu zeigen, sie könnten. Ja, aber er sagt, woher wissen wir das? Von den amerikanischen Medien. Ja. Und die Deutschen haben das wieder von den amerikanischen Medien übernommen. Ja. Weil das ist ja auch mal so ein Ding. Die Deutschen sind ja heutzutage die sogenannten Journalisten. In Deutschland sind ja noch nicht mal mehr in der Lage, selber zu recherchieren und selber irgendwas zu machen. Die übernehmen einfach und übersetzen einfach das, was aus Amerika halt kommt. Von den großen Zeitungen und den großen Medien. Gehen wir jetzt mal weiter. We know this from the American media, which wasted no time this morning in accusing the Russians of sabotaging their own infrastructure. Ja, da sagt das ja nochmal selbst. Also die amerikanischen Medien sagen das, die wiederum den Russen vorwerfen, dass sie ihre eigene Infrastruktur beschädigen. Genau. Da sagt das nochmal selbst. Bill Kristol, the man who once told us that Saddam Hussein was responsible for 9/11, immediately denounced Putin as a war criminal and even more savagely compared him to Donald Trump. The rest of the pundit class made similar, clearly coordinated noises. Putin did it! Putin did it! And their reasoning was simple. Putin is evil, and evil people do evil things purely for the dark joy of being evil. Yep. Ja, also der Vorwurf, den man Putin macht, ist ja, okay, Putin war's, ne? Putin did it. Ja. Und die einfache Denkweise, die dahinter steckt, ist halt, okay, ist halt böse und böse Leute machen böse Dinge. Genau. Und dieser Bill Kristol, der diesen Vorwurf eben zuerst gemacht hat, ist halt derselbe, der auch damals sagte, Saddam steckt hinter 9/11. Was ja auch faktisch falsch war, einfach. Bloß weil sie Irak angreifen wollten. Also dieser Bill Kristol ist halt auf Republikanerseite, aber er gehört halt zu den Neocons, also hier so wie George W. Bush und Cheney und so. Also halt hier diese ganzen Warhawks, diese ganzen Kriegstreiber eben, die noch nie einen Krieg gesehen haben, den sie nicht mochten. Und es ist kein Wunder, dass die natürlich gleich das Säbelrasseln gegen Putin, bevor überhaupt irgendwas feststeht, haben sie damit ja schon mal, ich meine, wenn das die Experten sagen und so weiter, dann muss es ja stimmen und natürlich übernehmen das dann auch hier die Deutschen und so weiter und so weiter. Wie war das noch mit Churchill? Eine Lüge ist schon einmal um die Welt, ehe die Wahrheit sich die Hose angezogen hat. Und wie Tucker ja schon am Anfang sagte, es macht halt keinen Sinn, dass Putin sich seinen eigenen Damm da wegsprengt. Ja, wie du gerade sagtest, cui bono, wem nutzt es?
Naja. Ja, also ich denke mal, das wäre ein ganz guter Ratschlag, den wir hiermit auf den Weg geben können. Wenn sowas passiert, immer als erstes fragen, cui bono, wem nutzt es? Denn das führt einen wahrscheinlich auf die richtige Fährte. Mhm. Dann sind wir bei 2.11, weiter geht's. In this specific case, Putin attacked himself, which is the most evil thing you can do, and therefore perfectly in character for a man that evil. Ja, also, was dahinter steckt, ist halt die Idee, okay, klar ist Putin einer, der sich selbst angreift oder seinen eigenen Damm, weil das die Bösen so machen. Also ich gebe hier wohlgemerkt zunächst mal das wieder, was Tucker sagt, und wir gehen dann noch näher drauf ein. Ja. Weiter geht's. That was their explanation. No one who's paid to cover these things seemed to entertain even the possibility it could have been the Ukrainians who did it. No chance of that. Ukraine, as you may have heard, is led by a man called Zelensky. And we can say for a dead certain fact that he was not involved. He couldn't have been. Ja, und das heißt, die Ukrainer, also geleitet von Zelensky, können ja unmöglich dahinter stecken. Das sind genau. Die Stimmen, die man normalerweise aus derselben Richtung hört, richtig? Ja, genau. Die ganzen bezahlten, ich hätte gesagt Pressenoten, aber du weißt, was ich meine. Ja. Weil sie wollen ja ein Bild zeichnen. Ist ja schon von Anfang an so. Putin und die Russen sind einfach die Bösen, egal was sie tun. Und Ukraine und Zelensky sind die Guten, egal was sie tun. Ob die nun Nazis bei sich da im Bataillon haben und ähnliches, auch egal. Da steht man auch gern mal auf der Seite von Nazis. Also, so viel zum Thema differenzierte Berichterstattung. Mhm, genau. Dann machen wir weiter bei 2.40. Zelensky is too decent for terrorism. Now you see him on television, and it's true you might form a different impression. Sweaty and rat-like, a comedian turned oligarch, a persecutor of Christians, a friend of BlackRock. But don't believe your own eyes. Actually, Mr. Zelensky is a very good man. The best, really. As George W. Bush once noted, he is our generation's Winston Churchill. Also, wie möchte man Zelensky in den Medien zeichnen? Was sagt Tucker dazu? Ja, er ist halt der Gute und eben Schauspieler, Comedian, der zum Staatsmann geworden ist, der Winston Churchill unserer heutigen Zeit, wie George Bush einmal gesagt hat über ihn. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Zelensky mit Churchill auf eine Stufe zu stellen. Ich glaube, es hakt. Ja, also man möchte ihn in den Medien auf jeden Fall als den Guten porträtieren, um so einen Gegensatz zu Putin in der Vorstellung der Zuhörerschaft zu erschaffen. Er ist fast so gut wie George Floyd, hat nur die falsche Hautfarbe. Dann machen wir weiter bei 3.5. Mhm. Of all the people in the world, our shifty, dead-eyed Ukrainian friend in the tracksuit is uniquely incapable of blowing up a dam. He's literally a living saint, a man in whom there is no sin. That's why Lindsey Graham is so attracted to him. Ja, also er soll als der Heilige bezeichnet werden, der keine Sünde begehen kann. Mhm. Ja, genau. Ich denke, der Gedanke schließt da direkt an. Hast du noch was? Nö, nur dass sich die Medien, also die ganzen Konkurrenzmedien, nachdem sie halt Tuckers Beitrag hier gesehen haben, sich natürlich gleich schon wieder aufgeregt haben. Oh, er hat ihn Shifty-Eyed und Red-Faced genannt. Also Shifty-Eyed, wie würdest du es übersetzen? Shifty, also nur das Adjektiv Shifty. Mhm. Shifty, verschlagen. Hinterhältig, ja. Sowas in der Richtung. Ja, genau. Also mit solchen Augen und red-faced ist, glaube ich, klar, rattengesichtig. Mhm. Da haben sich halt die anderen Medien beschwert, oh, das sind alles antisemitische, also das Übliche, was wir hier auch ständig haben, von wegen, oh, das haben die Nazis mal gesagt, also ist das böse, also darf man es nicht sagen, also ist das, was Tucker sagt, schon mal von vornherein zu ignorieren. Mhm. Dann sind wir bei 3.20. Mm-hmm. They're just two good people, hanging out together and being good. And like all good people, when they meet in person, they spend a lot of time talking about killing people and laughing, like friends do. Here's the pair last week. Free or die. Free or die. Now you are free. Yes. And we will be. And the Russians are dying. It's the best money we've ever spent. Thank you so much. No, it's...
The Russians are dying. It's the best money we've ever spent, Graham says. A smile spreads across his thin, quivering lips as he forms the words. Erstmal bis dahin, dann sind wir bei 3,54. Also was wir hier gesehen haben, war ja ein Ausschnitt von einem Treffen mit Zelensky und wem? Lindsey Graham ist ein republikanischer Senator, aber eben auch einer von den Neocons, also von den Kriegstreibern, die damals halt auch Irakkrieg und den ganzen Krams befeuert haben. Und wie Tucker Carlson hier, also ironisch wohlgemerkt, sagt, ja, wie das so ist, Freunde treffen sich und freuen sich darüber, dass wer anders stirbt. Also er will damit sagen, man möchte halt nur den Anschein erwecken, dass das die Guten sind. So richtig herum, ne? Ja, genau. Also es ist wirklich ziemlich widerlich, dass die ja so offen rumsitzen, so, haha, die Russen sterben und das beste Geld, das wir je investiert haben. Also ziemlich widerlich. Dann geht's weiter bei 3,54. He looks like a starving man contemplating a breakfast buffet. The aroma of death has aroused Lindsey Graham. Thanks so much, replies Zelensky. He feels the same way. See, there's nothing dark here. Just two middle-aged guys celebrating the killing of a population. They don't seem like the kind of people who'd enjoy flooding villages or starting a famine. And in any case, who cares if they are? It's really not your business. Your job is to support Ukraine. Watch Nikki Haley, a Republican candidate for president, explain this principle on CNN. Erst nochmal da ein Cut. Also hier sagt er einen Ausschnitt bei CNN an. Fragen wir nochmal das, was er bis dahin gesagt hat. Ja, übernimm du mal. Ja, zu Lindsey Graham hat er halt nochmal gesagt, der wirkt, als wäre er ausgehungert am Buffet und der Krieg und das Töten der, einer Bevölkerung macht ihm richtig Appetit sozusagen. Und was ist denn da schon Düsteres dabei? Es sind nur zwei Leute, die am Tisch sitzen und ein lockeres Gespräch darüber führen, wie sie eine Bevölkerung auslöschen. Oder Population? Wie wirst du Population? Population, ja. Bevölkerung, ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja, also das Ganze wohlgemerkt in einem ironischen Ton. Ja. Ne, falls es der ein oder andere nicht gehört hat. Genau. Und unsere Aufgabe, also irgendwas anderes zu denken oder eigene Meinungen dazu zu haben, das geht nicht. Unsere Aufgabe ist es, auf der Seite der Ukraine zu sein. Wir müssen auf der ukrainischen Seite sein. Also man könnte sagen, von Seiten der Medien soll uns diese Denkweise diktiert werden. Genau. Dann sind wir bei 4,27 und es kommt jetzt dieser Ausschnitt von CNN. A win for Ukraine is a win for all of us. And for them to sit there and say that this is a territorial dispute, that's just not the case. To say that we should stay neutral, it is in the best interest of America. It's in the best interest of our national security for Ukraine to win. We have to see this through. We have to finish it. Ja, erstmal da. Das war dieser CNN-Ausschnitt. Mhm. Also, welche Medienbotschaft soll hier verbreitet werden, was die Ukraine betrifft? Ja, wie gehabt, wir müssen auf der Seite der Ukraine stehen. Und es ist in unserem Interesse, also hier jetzt im Sinne der Amerikaner, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Und Nikki Haley, das war meine Gouverneurin, auch Republikaner. Und die ist jetzt auch eine der Präsidentschaftskandidaten für 2024. Aber läuft natürlich unter ferner Liefen. Also, da kann man ja schon deutlich heraushören, dass das Ganze halt ja ein Stellvertreterkrieg von Seiten der Amerikaner ist. Ja, genau. Ja. Dann hören wir mal weiter ab 4,47. See? It's very easy to understand. It is vitally important for you to support Ukraine because it's necessary for Ukraine to be supported by you. Your support is mandatory until it's finished, whatever it is, and whatever that means. So shut up and support Ukraine or else you're in trouble. Ja, ich glaube, sein letzter Satz fasst es ganz gut zusammen. Die Message, die transportiert werden soll, heißt, ja, ihr sollt die Schnauze halten und die Richtigen, das heißt die Ukraine, unterstützen. Genau. Und wenn ihr das nicht macht, dann kriegt ihr Probleme.
Ja. Ich meine, wir hatten es ja hier in Deutschland auch gerade, ich glaube, es war doch Deutschland, dass hier eine Ukrainerin, oder war es eine Ukrainerin oder eine Russin, die halt eben den Krieg von, den Angriffskrieg von Putin befürwortet hat und dafür jetzt auch eine dicke, also vor Gericht kam und eine fette Strafe aufgebrummt gekriegt hat. Was übrigens auch ein absolutes Unding ist. Ich meine, nicht nur, dass wir keine Kriegsbeteiligung haben, also wir als Bevölkerung sowieso nicht, es ist doch, bleibt doch für uns überlassen, was wir über den Krieg denken. Dass das dafür irgendwelche Strafen oder sonst was. Ich meine, das kannst du vielleicht mit Soldaten machen oder sowas, die sagen, nö, ich will diesen Krieg, so also Abteilung Deserteure oder sowas. Aber ich meine, wenn irgendwer privat sagt, egal, aber nun generell gegen den Krieg ist, von beiden Seiten, oder ob er auf Putins Seite steht oder auf Zelenskys, das muss alles von der Meinungsfreiheit gedeckt sein. Das kann nicht sein. Aber wir hatten ja schon, das Z war ja auch mal so, ne? Da sind ja auch alle durchgetiltet und das ist ja auch teilweise sogar bis vor Gerichte gegangen. Das Z wie Zorro, ja. Ja. Dann sind wir bei 5-7. Hast du noch was? Nee. Back when they still taught logic, statements like this were known as tautologies. Something is true because it is. The more you repeat it, the truer it becomes. It's a self-reinforcing reality. There was a time when tautologies were considered illegitimate arguments, not to mention hilariously stupid. Only dumb people talk like that. Now everybody in power talks like that. Ja, also hier führt er einen wichtigen Begriff ein, nämlich Tautologien. Was ist denn eigentlich eine Tautologie? Naja, es ist so, wie es ist, weil es so ist, wie es ist. Ja, also eine Aussage, die in sich wahr ist, aber die keine Grundlage hat. Ja, es ist wahr, weil es wahr ist. Genau. Die Ukrainer sind die Guten. Warum sind sie die Guten? Weil sie die Guten sind. Ja. Ja. Und sein Kritikpunkt ist ja auch, das sagen ja jetzt, sagt jetzt nicht nur irgendwer, das sagen alle Politiker in der Richtung. Genau. Dann sind wir bei 5:32. Diversity is our strength. Trans women are women. Zelensky is Churchill. It's all self-evidently true. Doesn't need an explanation and don't ask questions. Ja, also diese klassischen Talking Points, Transfrauen sind Frauen, Zelensky ist der Gute und der neue Churchill. Und diese Aussagen sind ja alle self-evidently true. Ne? Das heißt, sie sind von sich aus wahr und bedürfen keiner weiteren Erklärung. Ja, genau. Und Diversität ist unsere Stärke, Vielfalt ist unsere Stärke, es gehört auch dazu. Und ja. Und er hat auch richtig gesagt, Tautologien waren früher halt eigentlich im Bereich der Dummen, so die Rhetorik. Heute ist es im Bereich der Politiker. Das ist irgendwie... Tja, was bedeutet das? Das würde doch bedeuten, dass die Politiker dumm geworden sind im Vergleich zu früher. Was, glaube ich, auch so bestätigen kann. Aber sie finden ja auch genug Dumme, die den Quatsch auch glauben und in den Medien verbreiten. Und die wiederum finden genug Dumme, die das dann auch glauben und sich dann eine Ukraine-Flagge in ihr Profil packen. Naja. Dann geht's weiter bei 5:42. Sound familiar? Of course it does. That's the pap they're serving us day after day in steaming, lumpy portions. By this point, it's possible that American citizens are the least informed people in the world. Your average yak herder in Tajikistan knows who blew up the Nord Stream pipeline. It's obvious. Does he think some skinny dude in a dress is actually a girl? Come on. That idea would never occur to him. You've got to be lied to at full volume over a period of years in order to reach conclusions like that. And of course, we have been. The media lie. They do. But mostly they just ignore the stories that matter. What's happened to the hundreds of billions of US dollars we've sent to Ukraine? No clue. Ja, also er meint, heute haben wir einen Zeitpunkt erreicht, wo es sein kann, dass die amerikanische Bevölkerung die am wenigsten informierte überhaupt ist. Ja, und das gilt ja nicht nur für die amerikanische, also ich würde das auf die einen Großteil der westlichen Welt ausbreiten, diese These. Für Deutschland gilt das definitiv.
Weil die kriegen ja quasi, was ich vorhin schon gesagt habe, die kriegen ja quasi dasselbe eingetrichtert, was die Amis eingetrichtert kriegen, weil unsere das ja von denen übernehmen. Mhm. Mhm. Ungefragt, ungefiltert, 1:1. Ich erinnere nur auch an, wie war das, die pflanzliche, der pflanzliche Sprengstoff? Ja. Für diejenigen von euch, die das nicht mitbekommen haben, ich muss das auch erst nochmal nachgucken. Es gab so einen Übersetzungsfehler von Seiten der Öffentlich-Rechtlichen. Da hieß es, planted explosives on a Nord Stream Pipeline. Und man hat das übersetzt mit Pflanzen, also pflanzlicher Sprengstoff. Aber to plant, das englische to plant, heißt doch einen Sprengsatz legen oder anbringen. Ja. Ja, und das hat irgendeiner, der ganz dolle kompetent war, nicht gemerkt. Jupp, und das war tatsächlich öffentlich-rechtlich. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ARD oder ZDF, aber es war öffentlich-rechtlich. Ja, nee, genau, Quelle habe ich jetzt auch nicht mehr, auf jeden Fall öffentlich-rechtlich, ja. Ja, die pflanzliche Bombe. Obwohl, naja, ist ja klar, so denken halt immer auch nur Grüne, weil die denken halt immer nur an Pflanzen. Dann geht's weiter bei 627. Mhm. Who organized those BLM riots 3 years ago? No one's gotten to the bottom of that. What exactly happened on 9/11? Stopp nochmal. Ja. Er hat ja auch in dem Punkt recht. Wie hat er gesagt? Ein Jack Schäfer. Ist das ein Schäfer, wenn er ein Jack, wenn er Jacks betreut? Ein Schäfer aus Usbekistan, der nichts von der Welt mitkriegt, der kann dir genauer, der weiß mehr als wir heutzutage, weil der halt einfach dann nur seinen gesunden Menschenverstand nutzt. Der weiß halt, dass ein Mann keine Frau ist und umgekehrt. Und das wahrscheinlicher ist, dass die Ukraine die Pipeline gesprengt hat, als die Russen. Mhm. Erinnert mich an die Matt Walsh-Doku, wo er die, wer war das nochmal, diesen Stamm in Afrika befragt hat, die natürlich genau Bescheid wussten, dass man keine Frau werden kann und umgekehrt. Mhm. Ja. Ja, stimmt. Ja, eben. Genau das. Und da hat er ja auch völlig recht. Weil Common Sense, gesunder Menschenverstand, ist den Leuten halt gegeben. Und wie Tucker schon gesagt hat, du musst schon über Jahre rund um die Uhr belogen, was anderes als Gehirnwäsche kann man es ja heutzutage nicht mehr nennen, dazustehen und zu sagen, Tessa Ganserer ist eine Frau. Nein, ist es natürlich nicht. Außerdem ist Tessa, wie heißt er eigentlich? Ich habe seinen Vornamen vergessen. Markus steht auch, wenn ich mich recht erinnere, auch jetzt noch so im Perso. Yep. Also. Da hat Tucker, wie gesagt, vollkommen recht. Wir werden hier quasi, und auch das lehnt ja wieder mal an Peter Scholl-Latour an, der schon 2013 sagte, wir leben im Zeitalter der medialen Massenverblödung. Mhm. Mhm. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gehört habe, das Zitat, war ich mir noch nicht über die Tragweite davon bewusst. Aber das wird jetzt so Tag für Tag mehr und mehr wird mir das bewusst, ja. Also nicht erst seit heute, sondern schon seit einiger Zeit. Ja, Scholl-Latour hat ja schon damals klargestellt, dass die diese Orange Revolution damals in der Ukraine, dass das auch alles nur Fake News war. Dass das auch alles nur von NGOs aus dem Westen arrangiert und finanziert wurde und überhaupt nicht aus dem eigenen Volk rauskam. Mhm. Also er war schon seiner Zeit ein bisschen voraus, kann man sagen. Ja, und damals hat man ihn aber noch eingeladen und ja gut, inzwischen ist er tot, da kann man ihn nicht mehr einladen, aber heutzutage würde er noch leben, würden die ihn so behandeln wie Sarrazin und Maaßen. Mhm. Mhm. Dann sind wir bei 6:35. Still classified. How did Jeffrey Epstein make all that money? How did he die? How about JFK? And so endlessly on. Not only are the media not interested in any of this, they are actively hostile to anybody who is. In journalism, curiosity is the gravest crime. Yesterday, for example, ich finde, das ist ein gutes Zitat. Im Journalismus, jedenfalls der heutigen Zeit, ist Neugier das höchste Verbrechen. Ja, genau. Curiosity is the biggest, was er gesagt,
Crime. Und das erinnert mich, weißt du, woran mich das wieder erinnert? An unser Waking Life Special mit dem Typen, der sich selbst mit Benzin überschüttet und angegossen hat, der sagte, ja, die Aufgabe der Medien, die besteht ja nicht darin, dass sie uns aufklären soll, beziehungsweise, dass sie das Böse der Welt bekämpfen sollen, sondern besteht darin, dass wir uns daran gewöhnen sollen, dass all diese schrecklichen Dinge passieren. Mhm. Genau. Ja, daran erinnert mich genau das. So schließt sich der Kreis. Ja, Journalismus heute hat nichts mehr mit Journalismus zu tun. Und die Fragen, die er gestellt hat, Epstein, womit hat er sein Geld verdient? Wie, und so weiter und so weiter. Was ist auf seiner Insel passiert und die ganzen Geschichten? Weil das wäre für echte Journalisten, das gefundene Fressen, ich weiß, sowas aufzudecken und zu recherchieren, investigativ tätig zu sein. Oder eben auch JFK und 9/11 und so weiter, weil da sind ja auch noch so viele Sachen, die nach wie vor geheim sind, die noch nicht veröffentlicht wurden. Von FBI und Co. Aber du weißt bei JFK, dass sie seinerzeit wegen JFK, wegen der Geschichte, den Begriff Verschwörungstheoretiker überhaupt erst erfunden haben? Ja, das war der Anfangspunkt, also genau das. Ja, das ist dann halt von den Buchstabenorganisationen, also nicht den heutigen, sondern die gibt es ja immer noch, also CIA und FBI und so weiter. Ja, ja. Die Buchstaben meinte ich diesmal, nicht die anderen. Ich habe eben für einen Moment an die Buchstabensuppe gedacht. Ja. Die, ist mir auch aufgefallen, dass das jetzt doppeldeutig war. Ich meinte die Agencies. Ah, okay. Ja, die haben halt damals, weil es halt damals schon ganz viele Fragen gab, auch völlig zu Recht, wenn man sich halt die Berichte und alles anguckt, da ist so viel fragwürdig, unmöglich und faul dran. Natürlich hatten die Leute Fragen und das wurde damals dann halt gleich im Keim erstickt, der Aluhutträger Conspiracy Theorist. Da ging das schon los mit keine Fragen stellen. Keine Fragen stellen, wer Fragen stellt, ist... Heutzutage würde man sagen Querdenker. Und das zieht sich halt so, wie gesagt, Epstein ist bis heute nicht aufgeklärt, die ganzen Hintergründe und alles. 9/11 gibt es auch noch mehr als genug Fragen, wie es passieren könnte und so. Wer wo wann versagt hat. Und so weiter und so weiter. Das wäre schon spannend, wenn man so ein Buch hätte, was einem die ultimative Wahrheit zu all diesen Fällen zeigt. Tja. Ja, oder einfach mal ein paar Journalisten, die die Bezeichnung auch verdient hätten. Ich meine, wir haben hier in letzter Zeit einen Skandal nach dem anderen, der Watergate in Schatten stellt, mit Biden und seinem Sohnemann und dem Laptop und das alles und den ganzen Korruptionsgeldern aus China und Ukraine und den FTX-Skandal zum Beispiel. Hast du den FTX-Skandal überhaupt noch auf dem Schirm? Da ging es auch um Milliarden und das ist, ist das jetzt noch großartig ein Thema irgendwo in den Medien? Nee, würde mir nicht auffallen. Und auch Milliarden, wo die Demokraten halt ganz viel Geld drin hatten und eben auch die ganzen Organisationen, auch Disney unter anderem, weil Disney, auch so ein kleiner Punkt, Disney hat momentan an Barvermögen 200 Millionen. Das ist ein Witz. Das ist nichts. Also der Rest sind halt alles feste Assets, also hier quasi ihre Parks und so weiter und so weiter und so fort. Die haben momentan gerade Schwierigkeiten, ihren Deal mit hier dem Streaming-Service Hulu da finanzieren zu können und müssen jetzt gucken, ob sie nicht vielleicht irgendwas abstoßen. Aktuell ist gerade, also ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber es ist gerade im Gespräch, dass sie Lucasfilm verkaufen wieder. Also dass Star Wars und so weiter wieder verkauft wird und Gerücht, bis zu diesem Punkt ist es Fakt, ab hier kommt jetzt Gerücht. Gerücht ist, Käufer wäre George Lucas. Das wäre der Traum, wenn er es wieder zurückkauft. Und das hätte sogar schon Präzedenz gehabt, weil sagt dir Power Rangers was? Ja, natürlich. Da hat doch die Rechte der Haim Saban, ist ja auch so ein großer Medienmensch, der halt ganz viele
Mediensachen hat. Und der hat das dann halt auch an irgendein Studio verkauft. Kann sogar auch Disney gewesen, bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Hat es irgendwie für zig Millionen, nee, es war glaube ich auch so Milliarden, für Milliarden verkauft. Und die haben das dann halt komplett runtergewirtschaftet, dass er es dann später für 60 Millionen zurückgekauft hat. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Ja, ist auch eine Geschäftsstrategie, oder? Ja, aber so könnte es jetzt, also wenn das tatsächlich sich bewahrheiten sollte mit Lukas, dass er es wieder zurückkauft. Ich meine, er hat 4 Millionen dafür gekriegt, als er es verkauft hat. Mhm. 4 Milliarden. Mhm. Naja, mal gucken, für wie viel er es jetzt zurückkauft. Alles, was unter 4 Milliarden ist, ist ein Gewinn für ihn. Mhm. Und Disney hat ja die Marke Star Wars und die Marke Lucasfilm ja in den letzten Jahren wirklich richtig in den Tod geritten. Mhm. Weil die, das muss man sich auch mal vorstellen, die ganzen Star Wars Merchandising-Artikel sind Ladenhüter, weil kein Mensch will irgendwas von der Sequel-Trilogie kaufen oder sonst irgendwas mit den Disney-Star Wars-Dingern zu tun haben. Das wäre vorher undenkbar gewesen. Star Wars war eine Geldmachmaschine. Mhm. Besonders durch Merchandise. Ich denke da immer an, du weißt schon, Spaceballs, wo einem hier, Yoda Merchandising präsentiert. Ja, was genau. Lone Star und Waldi betrachten, ja. Ja, hier ist das T-Shirt zum Füllen. Und den kleinen Joghurt. Ja, Joghurt natürlich. Nicht Joghurt, ja. Sondern Joghurt. Und, ja, das hat Lukas damals natürlich auch genau richtig gemacht, weil zum ersten Star Wars Film 1977, da hat ja das Studio Fox damals überhaupt nicht an den Erfolg geglaubt und er hat sich halt vorher die Merchandising-Rechte gesichert, dass die bei ihm liegen und nicht beim Studio. Und das war halt der beste Deal, den er hätte machen können. Und der Rest ist Geschichte sozusagen. Wie sind wir jetzt überhaupt auf Lukas? Ach ja, genau, die ganzen Skandale, FTX, genau, dass Disney da auch Geld drin hatte. Dass diese ganzen Skandale ja auch nicht vernünftig aufgearbeitet werden. Und warum nicht? Weil die Medien genau wissen, wenn sie die aufarbeiten, würde es die Leute, die ja eigentlich die Guten sind, halt in ein sehr schlechtes Licht rücken. Und das geht halt nicht, weil dann würden sie die Sachen nicht machen können, die sie jetzt machen. Schauen wir mal weiter bei, yep. Wir sind bei Minute 6:55. Mm-hmm. Former Air Force officer who worked for years in military intelligence came forward as a whistleblower to reveal that the U.S. government has physical evidence of crashed non-human made aircraft. Ja, und das ist natürlich ein Kracher. Also wenn das wahr ist, ne, ich möchte es an der Stelle nicht beschwören. Mm-hmm. Ja, also es gibt jetzt einen Whistleblower, habe ich auch gelesen, einen Artikel zu. Ja. Ich weiß, dass es so einen Artikel gibt. Der meinte, es gibt jetzt einen Insider, einen Whistleblower, der sagt, dass die US-Regierung physikalische Beweise dafür hat, dass sie ein Aircraft, ein Fluggerät haben, was nicht menschlicher Herkunft ist. Mhm. Das wäre natürlich ein Ding, wenn das wahr ist, oder? Ja, richtig. Das sind eben auch so Sachen. Es sagt ja keiner, dass die Zeitungen jetzt schreiben sollen, die Aliens sind da und wir haben UFOs und alles, sondern es halt das, was Journalisten tun, hinterfragen und recherchieren und gucken, was ist da dran. Und passiert nicht. Obwohl es halt Äußerungen und Aussagen auch schon seit längerem gibt, zum Beispiel von, sagt ihr Harry Reid was? Nee. Harry Reid war Senator von Nevada. Nevada? Ja, okay, ich glaube da. Ja, ich weiß, was du meinst. Roswell, ja. Roswell, oder ist das auch Area 51? Ja, Area 51, genau. Ja. Und Senator von Nevada und auch mal Senatsprecher, also für den ganzen Senat eine ganze Weile, auch Demokrat. Und selbst der hat sich, als er da in Rente gegangen ist, selbst der hat gesagt, ja, wir haben Alien-Stuff, also UFO-Stuff. Und auch das wurde halt nicht großartig, das hat man in den Medien überhaupt nicht richtig, so nach dem Motto, hat halt ein alter tattriger Mann hat was von sich gegeben, wurde halt einfach ignoriert. Wie gesagt, ja,
Was hältst du eigentlich von folgender Hypothese, von folgender Behauptung? Die Regierungen der Welt, also darunter auch die US-Regierung, wissen davon, halten es geheim, weil sie sich insgeheim ja ein technologisches Wettrennen liefern. Mhm. Also ist das wahr? Ich werfe jetzt nur eine Behauptung in den Raum. Ja gut, wir können es nicht verifizieren, aber es ist halt eine These, die man haben kann. Mhm. Und wie gesagt, da sind wir bei Journalisten. Du kannst eine These aufstellen und dann ist die Aufgabe des Journalisten zu gucken, kann man diese These belegen? Gibt es da irgendwelche Indizien und Beweise dafür oder eben auch eindeutig widerlegen? Und die Betonung liegt hier auf eindeutig. Weil was die jetzt hier zum aktuellen Whistleblower, was die Biden-Regierung da gemacht hat, war ja auch schon wieder Fake News. Weil die haben halt irgendeine Organisation, ich weiß jetzt nicht mehr, AARP, glaube ich, AARP, gesagt, also Regierungsorganisation, die wissen nichts davon, also gibt's auch keine UFOs. Das Problem ist, die Organisation hat mit der ganzen UFO-Thematik eigentlich auch gar nichts am Hut. Natürlich wissen die nichts davon. Ich meine, es wäre dasselbe, wenn ich die Gesundheitsbehörde frage, wenn ich was über die Waffenrate wissen will. Ja, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wir sind bei Minute 7:07. As well as the bodies of the pilots who flew those aircraft. The Pentagon has spent decades studying these otherworldly remains in order to build more technologically advanced weapons systems. Okay, that's what the former intel officer revealed, and it was clear he was telling the truth. Ja, also ein ehemaliger Offizier der Intelligenz sagte, okay, es wurden jetzt Jahrzehnte damit verbracht, diese Technologie und die Überreste der Piloten, die es geflogen haben, zu studieren, um bessere Waffentechnologie daraus zu kriegen. Ja, genau. Ja, interessante These. Ja. Und das haben sie, also im Nachhinein jetzt hier nach Tuckers Beitrag, das haben ihm natürlich die anderen Medien auch gleich so ausgelegt, als würde er behaupten, das wäre alles hundertprozentig wahr, dass er das quasi so unterstützen würde. Aber das ist ja überhaupt nicht sein Punkt, den er hier machen will. Macht er diesen Punkt gleich, dann können wir erstmal weiter. Ja, machen wir weiter, ja. Okay. In other words, UFOs are actually real, and apparently so is extraterrestrial life. Now we know. In a normal country, this news would qualify as a bombshell, the story of the millennium. But in our country, it doesn't. Ja, das ist natürlich auch interessant. In einem normalen Land, da wäre das doch der Oberkracher. The bombshell of the millennium. Ja. Also der Kracher des Jahrtausends. Genau. Aber nicht in unserem Land. Also in USA. Yep. Da läuft es noch unter ferner Liefen. Gehen wir es mal weiter? Ja. The whistleblower's account ran on a technology website called The Debrief, which you probably never heard of. The Washington Post had that story, but decided not to run it. The New York Times, meanwhile, just pretended it never happened. On the front page of the New York Times website this morning, there were 5 stories about Ukraine. Ja, also diese Story ist eigentlich veröffentlicht auf einer Webseite, die heißt The Debrief. Aber andere Medien-Outlets gehen da nicht näher drauf ein. Genau. Und jetzt gab es 5 Stories über die Ukraine auf, was war es nochmal? New York Times. New York Times. Auf Homepage von New York Times hattest du 5 Stories über die Ukraine und jeweils 4 über Trump, Transen und Klima. Naja, vielleicht ist das auch einfach bedeutsamer als Aliens. Ja, genau. Ah, das könnte die Transen erklären. Aliens, Transen, Das war bei 8. Yep. Well, it's 4 stories apiece about Donald Trump, trans people, and climate change, the usual lineup. There was nothing at all about how an alien species is flying hypersonic aircraft over our cities. Not one word. So if you're wondering why our country seems so dysfunctional, this is a big part of the reason. Ja, also es kommen Geschichten über Transen, über Klima und so, aber es kommt keine Top-Story über außerirdische Raumschiffe, die mit Überschallgeschwindigkeit über unser Land fliegen. Wobei ich mich ja gerade frage, okay, wenn du jetzt von einem anderen Sternensystem her willst, dann ist Hypersonic ja gar nichts.
Also ja, da, stimmt. Ja. Da müsste ja auch schon was anderes hinterstecken, ne? Ja. Oder du hast halt, okay, wir spekulieren jetzt einfach mal durch die Gegend, ein Mutterschiff, was so schnell fliegen kann, und dann kleinere Schiffe, die halt nicht so schnell fliegen können. Ja. Oder die haben einen ganz anderen Antrieb. Ich meine, die müssen ja nicht die gleiche Technik haben wie wir. Ich schätze mal, für interstellare Flüge, klar, da werden die eine viel bessere überlegene Technik haben. Das sind wir bei 820. Yep. Nobody knows what's happening. A small group of people control access to all relevant information, and the rest of us don't know. Ja, keiner weiß, was passiert, außer eine kleine Gruppe von Eingeweihten. Ja, genau. Das ist die Situation. Und die wollen uns auch alle erzählen übrigens, das sehen wir hier an unserer Phaser feuerbereit, die wollen uns erzählen, was Desinformation ist und was nicht. Das ist ja noch das Gleiche der Geschichte. Dann geht's weiter bei 8:30. We're allowed to yap all we want about racism, but go ahead and talk about something that really matters and see what happens. If you keep it up, they'll make you be quiet. Trust us. That's how they maintain control. When Western tourists first started traveling in large numbers to the Soviet Union in the early 1970s, they found that many Russians had a completely warped understanding of the United States. They thought that Americans lived in grinding poverty, in a state of perpetual race war, and were desperate to flee to the freedom and prosperity of the Eastern Bloc. Also hier ein kleiner historischer Rückblick. Er meinte, als Amerikaner in den 70ern in die UdSSR reisten, stellte sich heraus, dass die Russen, also die damals in der UdSSR lebten, ein komplett falsches Bild von den USA hatten. Nämlich, dass auch diese in totaler Armut leben und andauernd Rassenkriege haben. Ja, genau. Und sich am liebsten wünschten, nach Russland ziehen zu können. Genau. Was ja sicherlich auch die Folge der Propaganda ist, die man dort hatte. Ja, eben. Ja. Ich habe mal gehört, es gab einen Film, der auch in der UdSSR ausgestrahlt wurde, der zeigte, wie Amerikaner Autos fahren. Und der wurde dann wieder entfernt, weil die Russen dort dann anfingen zu denken, sogar arme Leute in den USA können sich ein Auto leisten. Was ja überhaupt nicht zu dieser Propagandavorstellung passte. Ja, stimmt. Dann sind wir bei 9:2. They thought this because that's what they had been told. They had no way to know otherwise. The few Russians who understood what was really going on in the rest of the world had learned about it from listening to shortwave radio broadcasts, sometimes under the covers so the neighbors wouldn't hear. Ah, das ist auch interessant. Das ist ein bisschen wie in der DDR, ne? Also die wenigen Russen, die Bescheid wussten, die wussten das auch nur deshalb, weil sie verdeckt Kurzwellenradio gehört hatten. Ja, genau. Na, was man also auch nicht preisgeben durfte, wenn man nicht Ärger bekommen wollte. Genau. Wie in der DDR, ja. Ja. Gehen wir es mal weiter. 50 years later, it is bewildering to consider the ironies here. We're the ones who live in ignorance now. The US government has managed to classify more than a billion so-called public documents. So at this point we can't possibly know what our leaders are doing. We're not allowed to know. Ja, und das Ironische dabei, sagt er hier, ist ja, heute sind wir, also er meint die Amerikaner, ne, sind wir diejenigen, die in Unwissenheit leben. Ja, genau. Ja, der eine oder andere mag sich denken, ja, hier, die Sowjetbürger damals hatten ja keine Ahnung, waren ahnungslos, hatten nur eine Seite von Propaganda. Und das, ja, das Ironische ist, dass man ja heute selbst zu diesen Leuten gehören kann. Ja, ja. Eben. Ja. Weiter? By definition, that is not a democracy. Yet it's fine with the media. Secrecy is a powerful tool of control. Stop asking how we got so rich. Here's another story about racism. Go eat each other. Ja, also Geheimnistuerei ist ein mächtiges Werkzeug der Macht. Ja, also stell keine Fragen, wo wir all unser Geld her haben. Schau mal, hier ist eine Story über Rassismus. Ja, aber genau. Damit bin ich jetzt beschäftigt. Ja. Huldige dem heiligen Floyd. Weiter bei 9:46.
That's the program. That's how most of us now live here in the United States, manipulated by lies, silenced by taboos. It is unhealthy and it's dehumanizing, and we're tired of it. Ja, ich glaube, das kann ich nur unterschreiben. Ja. Also es werden Informationen vorenthalten, man kennt die Wahrheit nicht, das ist ungesund und es ist entmenschlichend. Wir haben davon, auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze voll. Genau. Also bei Minute 10. As of today, we've come to Twitter, which we hope will be the shortwave radio under the blankets. Ist auch ein guter Vergleich. Also heute sind wir auf Twitter. Wie ihr hier sehen könnt, unten rechts bei dem Schriftzug Tucker und Twitter. Mhm. Und wir, also er und sein Team zunächst mal hoffen, dass das jetzt die neue Version der Kurzwellen wird. Ja. Also Leute, die Botschaft lautet, seid Kurzwellenhörer, in Anführungszeichen. Vor allen Dingen jetzt im Stolzmonat. Mhm. Aber auch heute. Dann sind wir bei 10.4. We're told there are no gatekeepers here. If that turns out to be false, we'll leave. But in the meantime, we are grateful to be here. We'll be back with much more very soon. Ja, das ist das Video vorbei. Also er verabschiedet sich und sagt, ja, wir sind dankbar, grateful, wenn ihr auch demnächst wieder einschaltet. Ja, und vor allen Dingen sagt er, wenn Twitter das Versprechen nicht hält, dann sind sie da auch schnell wieder weg. Ja, ich bin gespannt, was daraus wird. Also, jetzt mal, wir werden noch das eine oder andere Mal bei Tucker Carlson vorbeischauen. Haben wir vor einiger Zeit auch. Ja, ich denke mal, wir haben seine erste gemacht. Also das hier ist seine erste offizielle und das andere war seine Ankündigung quasi. Ich meine, wenn das weiterhin solche 10-Minuten-Segmente sind, dann können wir uns quasi als offizielle Tucker-Übersetzer hier, können wir das regelmäßig machen. Mhm. Also müssen wir gucken, wie oft das bei ihm, wie oft er was bringt. Ob es einmal die Woche so ein 10-Minuten-Ding ist, ob er dann irgendwann doch was Größeres macht, dann wird es schwierig. Dann müssten wir vielleicht ein Best-of oder sowas draus zusammenzimmern. Mhm. Aber generell könnten wir das tatsächlich beibehalten, weil das sind Nachrichten. Mhm. Mhm. Wie gesagt, die anderen Medien wollten, haben ihn natürlich alles so ausgelegt und wollten ihn so hinstellen. Antisemitismus und so weiter und so weiter. Verschwörungstheorien und bla bla bla. Die haben den Punkt, den er machen wollte, überhaupt nicht verstanden. Mhm. Wir haben schon verstanden, aber sie wollten natürlich dann bloß davon ablenken. Mhm. Und ihn in ein schlechtes Licht rücken. Aber zum Glück, siehe die Zuschauerzahlen, aktueller Stand 105 Millionen Aufrufe. Ich meine, selbst bei Fox News hatte er, und er war der Einschaltquotenkönig, selbst da hatte er 3 Millionen Zuschauer. Mhm. Und hier hat er jetzt doch ein bisschen mehr. Es gibt doch hier dieses Meme da aus dem einen Film da mit Tom Hanks, mit den somalischen Piraten, von wegen, hey, look at me, I'm the captain now. I'm the captain now, ja, ich weiß, was du meinst. Und Tucker kann jetzt sagen, look at me, I'm the media now. Weil die Legacy-Medien, also die Altmedien sozusagen, die sind tot. Ich meine, CNN und so weiter, die können froh sein, wenn sie mal auf 2 Millionen Zuschauer kommen. Und ich meine, unsere Tagesschau und wie sie alle heißen, unsere Öffentlich-Rechtlichen, wenn die nicht von uns finanziert werden würden, wären die auch schon längst pleite. Dann wären die schon längst den Weg von BuzzFeed und diversen anderen Portalen gegangen. Ja, ist klar, die werden künstlich am Leben erhalten. Ne? Das ist ja, was alle Zahlen dazu sagen. Und jetzt will irgend so ein, wer war das, Host hier bei den ÖRR dafür sorgen, dass der Beitrag nochmal erhöht wird. Ja, das war der Kai Gnifke wieder, der damals schon irgendwie von wegen, ja, wir haben schon tendenziös über die AfD berichtet. Ja, danke. Wir wollten das erst. Scheint wohl nicht mehr ganz zu klappen, dass, wenn ich mir so die aktuellen AfD-Umfragen ansehe. Passend zum Stolzmonat. Mhm, Vor allem, wenn du mal bedenkst, es wird andauernd gegen die AfD gefeuert und die kriegen mehr und mehr Zulauf. Welchen Hintergrund könnte das haben? Ja, die Leute haben die Schnauze voll. Es reicht. Und aber du siehst auch daran generell, ich meine auch gerade hier auf Twitter und auch draußen,
dass Tucker in dem Punkt recht hat. Die Leute sind so verblödet und gehirngewaschen geworden, die glauben denn, es gibt ja nun genug, die immer noch glauben, das ist eine faschistische, rechtsextreme oder sonstige Partei, was ja völliger Quatsch ist. Mhm. Weil, wer im Programm hat, wir möchten mehr Demokratie, sowas als rechtsextrem zu bezeichnen, also da hast du auch echt den Schuss nicht mehr gehört. Und den Blödsinn damit Höcke auch von wegen, ah, man kann ihn Faschist nennen. Ja, man kann Künast auch nennen. Das war einfach nur ein Urteil, dass wir zumindest da mal Redefreiheit haben. Das bedeutet nicht, dass er de facto ein Faschist ist. Von da. Ja, wie gesagt, du hast genug Leute, bei denen es halt immer noch klappt. Siehe Ukraine-Profile, Flagge in den Profilen. Wobei ich mich da ja immer frage, wie viele von denen, die hier bei Twitter die Ukraine-Flagge in ihrem Profil haben, wie viele von denen würden zu ihrem Wort stehen und mit der Waffe in der Hand in der Ukraine kämpfen? Ja. Weil kämpfen, das darf dann doch lieber wer anders, oder? Ja, natürlich, natürlich. Das sind die Keyboard-Warriors. Ich würde sagen, in Zukunft werden wir nochmal zu Tucker Carlson zurückkehren. War ein interessanter Exkurs. Jo, finde ich auch. Dann würde ich sagen, ja, meine lieben Zuschauer, macht's gut. Wir sehen uns demnächst wieder. Genau, gehabt euch wohl und denkt an Abos. Abos nicht vergessen. Avocado over and out.